Willkommen bei Vodafone-LTE.de. Wir möchten Ihnen heute das aktuelle Flaggschiff von Samsung vorstellen, das Galaxy S3 LTE. Dieses Gerät funkt in den aktuellen LTE-Netzen mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Downstream und 50 Megabit pro Sekunde im Upstream. Zusätzlich ist es natürlich auch für die herkömmlichen 2G- und 3G-Netze ein Quadband-Handy. Es hat ein besonders großes Super HD AMOLED-Display mit 4,8 Zoll, das sind 12,19 cm Bildschirmdiagonale. Es verfügt über eine 8-Megapixel-Kamera zur Aufnahme von Fotos und auch über eine Frontkamera mit 1,9 Megapixel. Diese ist unter anderem dafür da, um verschiedene Zusatzfunktionen nutzen zu können, wie beispielsweise eine Art Gesichtserkennung, dass der Bildschirm sich nicht abdunkelt, wenn Sie längere Zeit einen Zeitungsartikel lesen. Darüber hinaus sind natürlich alle wichtigen sonstigen Funkstandards an Bord, Bluetooth und natürlich Ortungschips von GPS und auch GLONASS. Das Gerät hat einen 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor. Die Gesprächszeit im 3G-Netz wird von Samsung mit 10,5 Stunden angegeben, im 2G-Netz sind es 16,5 Stunden. 4G gibt es insoweit keine Angabe, da die Gespräche zurzeit bei den Netzbetreibern ja noch nicht über das LTE-Netz abgewickelt werden, aber die Standby-Zeit im 4G-Netz liegt bei etwa 396 Stunden, im 3G-Netz bei 511 oder im 2G-Netz bei 586 Stunden. Mit 133 Gramm ist es nur etwa 1 Gramm schwerer als das S2 LTE. Ja, dann hole ich es hier mal aus der Verpackung heraus, zeige Ihnen sonst die Dimensionen. Ich möchte Ihnen hier den Größenvergleich zwischen dem Samsung Galaxy S3 LTE, dem aktuellen Apple iPhone 5 und dem Apple iPhone 4 zeigen. Das S3 LTE hat ja ein 4,8 Zoll Display, also 12,19 cm Bilddiagonale. Im Vergleich dazu das iPhone 5 zwar gegenüber den Vorgängermodellen schon deutlich gewachsen, aber mit 4 Zoll, also 10,16 cm, immer noch ca. 2 cm weniger Bilddiagonale. Das sieht man insbesondere eben im angeschalteten Zustand, weil das iPhone ja besonders große Ränder hat. Das Samsung Galaxy füllt ja nahezu mit dem Display die komplette Geräteoberfläche aus. Und noch extremer ist der Vergleich dann zum iPhone 4. Das hatte nur 3,5 Zoll Bilddiagonale, also 8,89 cm. Das sind ungefähr 3,5 cm weniger Bilddiagonale als das Samsung Galaxy S3 LTE. Ich zeige Ihnen auch noch die sonstigen Dimensionsunterschiede. Das S3 LTE wirkt natürlich auch schmaler, dünner als das iPhone 4. Beim iPhone 5 ist es schon vergleichbarer, wobei durch die gerundeten Oberflächen und die Farbabsetzungen das S3 insgesamt auch noch etwas eleganter und filigraner wirkt als das iPhone 5. Die
soll es auch schon mit der kurzen Vorstellung gewesen sein. So, nun möchten wir Ihnen noch den Lieferumfang und die Inbetriebnahme des Samsung Galaxy S3 LTE zeigen. Neben dem Gerät selbst finden Sie in der Verpackung eine entsprechende Kurzanleitung, ein USB-Ladekabel mit dem dazugehörigen Steckernetzteil, um mit dem USB-Kabel auch mit einer normalen Steckdose das Gerät laden zu können. Natürlich zum Musikhören auch Kopfhörer und die entsprechenden Plastikaufsätze für die Ohren gibt es aus hygienischen Gründen auch zum Wechseln. Und natürlich ganz wichtig der Akku. Um nun die SIM-Karte einlegen zu können, müssen Sie die Rückseite des Geräts entfernen. Dazu haben Sie hier eine kleine bebilderte Anleitung auf der Folie. Die entferne ich allerdings, um das nun tun zu können. Und hier oben neben dem Kopfhörer haben Sie eine kleine Vertiefung, wo Sie mit dem Fingernagel reingehen können, um vorsichtig die Rückseite abzuhebeln. In dem Bereich wird der Akku eingelegt. Hier haben Sie eine Halterung für eine MicroSD-Karte, um den Speicher zu erweitern. In unserem Fall werden hier 16 GB interner Speicher mitgeliefert, aber wenn man eben mehr zum Beispiel Fotos abspeichern möchte, kann man diesen Speicher eben hier über eine MicroSD-Karte erweitern. Und an dieser Stelle wird die SIM-Karte eingelegt und ein kleines Symbol zeigt Ihnen an, wie Sie das machen müssen, nämlich mit der abgeschrägten Ecke nach unten und natürlich dem Chip in Richtung der Kontakte, die sich auf dem Gerät befinden. Also so wird hier die SIM-Karte eingeschoben, bis Sie ein kleines Klacken hören, dass die Karte eingerastet ist. Dann müssen Sie den Akku auspacken. Die Kontakte des Akkus befinden sich hier unten, also entsprechend genauso wie der Schriftzug Samsung ist, muss er hier eingelegt werden. Danach können Sie, sofern Sie nicht noch die SD-Karte einlegen möchten, die Rückseite vorsichtig verschließen. Dann entferne ich noch die Schutzfolie vom Display. Und an der Seite finden Sie den Ein-Ausschalter, den Sie gedrückt halten. Und schon beginnt das Gerät zu booten. Das kann einen kleinen Moment dauern, bis Sie dann zum Startmenü kommen. So, nun wird als erstes die PIN der entsprechenden SIM-Karte abgefragt. Die gebe ich kurz ein. Der Startbildschirm beginnt zunächst mit der Abfrage des Landes, wonach dann auch die Sprache ausgewählt wird. In dem Fall Deutsch, Deutschland passt. Ich sage also Start. Ich könnte jetzt aus den hier zur Verfügung stehenden WLANs verschiedene auswählen, überspringe ich aber an der Stelle. Standardmäßig vorbelegt ist, dass sich das Gerät Datum und Uhrzeit aus dem Mobilfunknetz holt. Das können wir so lassen, gehen hier weiter. Man könnte jetzt einen Samsung-Account aktivieren, das überspringe ich aber auch einmal.
wichtig ist, um dieses Android-Gerät nutzen zu können, ein Google Mail-Account. Den können Sie entweder direkt auf dem S3 einrichten oder Sie haben das vorher schon auf dem PC gemacht. Oder falls Sie das Handy wechseln, können Sie natürlich Ihren bestehenden Account nutzen, um auch bereits installierte Apps auf diesem Wege zurückzuholen. Ich gebe die Account-Daten jetzt ein. Ich habe jetzt den Benutzernamen und das Passwort für den Google-Account eingegeben und bestätigt. Es kommt jetzt noch eine Datenschutzabfrage und das System meldet sich nun an. Hier gibt es noch verschiedene Abfragen, die ich an der Stelle aber auch überspringe. Ich könnte noch eine Kreditkarte hinterlegen, um kostenpflichtige Dienste wie Filmabruf oder eben auch für die Apps zu nutzen, sage ich aber auch. Das möchte ich später machen. Sicherung und Wiederherstellung einrichten. Es kommt eine Abfrage, ob Google Standortinformationen verwenden darf, sprich mich orten darf, um mir individualisierte Dienste anzuzeigen. Das bestätige ich an dieser Stelle auch. Nun sagt mir das Galaxy, das Gerät ist eingerichtet und betriebsbereit. Und ich sage jetzt hier mal, ich möchte den einfachen Modus ein- oder optional kann man statt dem kompletten Modus einen einfachen Modus wählen, aber ich lasse es eben so, wie es standardmäßig ist. Gehe hier auf Beenden, verneine das mit dem Samsung-Account. So, und schon komme ich auf den Homescreen des Gerätes mit den Grundfunktionen Telefon, Kontakte, Nachrichten, Internet und ein entsprechendes Menü und oben natürlich eine Google-Suchmaske und in der Statuszeile wird mir hier oben auch angezeigt, dass es sich bereits ins LTE-Netz von Vodafone eingebucht hat. So, ich habe nun aus dem Google Play Store eine App installiert, Speedtest, um einen Netzfunktionstest durchzuführen. Wir befinden uns hier innerhalb eines Gebäudes mit auch relativ stark abschirmenden Fassaden. Dennoch erreicht das Gerät hier eine LTE-Versorgung auf minimalster Stufe mit einem Balken und wir schauen uns einfach mal an, welche Internetgeschwindigkeit dadurch erreicht wird. Ich starte hier den entsprechenden Test. Die Pingzeit mit 49 Millisekunden ist für ein Mobilfunknetz einigermaßen in Ordnung. Die Downstream-Messung läuft. Und der lag bei knapp 6 Megabit pro Sekunde. Und beim Upstream haben wir sogar über 10 Megabit pro Sekunde erreicht. Das ist auch einer der großen Vorteile des LTE-Netzes, da die UMTS-Netze häufig stark ausgelastet sind. Gerade in den Großstädten können Sie mit so einem LTE-Smartphone ein alternatives Netz nutzen und gerade dann, wenn Sie viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind, Fotos hochladen, E-Mails versenden, können Sie eben diesen hohen Upstream besonders gut ausnutzen. Standardmäßig ist beim Samsung Galaxy S3 LTE die automatische Netzwahl aktiv. Es wird also in das potenziell schnellste Netz, nämlich im Zweifel LTE, eingebucht. Ich habe jetzt mal im Menü eine Umstellung gemacht, um mich zwangsweise in das 3G-Netz einzubuchen und wir führen jetzt mal den Test aus, wie im Vergleich die Performance im 3G-Netz ist. Wir sehen zum einen die Pingzeit geht nach oben, da sind wir bei 102 Millisekunden. Der Downstream ist sogar relativ ähnlich, was aber daran liegt, dass eben durch die andere Frequenz das Netz hier sogar mit zwei Balken ankommt. Aber der Hauptunterschied ist der Upstream, der hängt jetzt sogar ein wenig und das letztendliche Ergebnis sind unter einem Mbit im Upstream.
innerhalb des 3G-Netzes, also wie schon gesagt, das 4G-Netz ist insbesondere dadurch interessant, dass Sie einen deutlich höheren Upstream möglicherweise nutzen können, auch weil das LTE-Netz noch nicht so stark frequentiert ist wie die UMTS-Netze.